eigentlich waren sie eng verbunden, Russen und Ukrainer. Aber der russische Angriffskrieg und Putins Aufzeigen von Feindbildern haben die Beziehungen nachhaltig zerstört. Viele Freundschaften und Familien mit russischen und ukrainischen Wurzeln sind zerbrochen. In der Ukraine hat es dazu geführt, dass in Schulen Russisch vom Lehrplan verbannt wird. Und in Kiew wollen die Menschen inzwischen vielerorts auch nichts mehr von russischer Kultur wissen. Valentina will sich von ihren russischen Lexika trennen, schweren Herzens. Viele Jahre schlug ihre Familie immer wieder dort Dinge nach. Jetzt gibt die Rentnerin die Bücher im Kiewer Buchladen Sjajwo ab. Mein Vater war ein sowjetischer Soldat. Wir haben zu Hause immer Russisch gesprochen. Auch alle Papiere auf der Arbeit waren auf Russisch. Jetzt will ich nichts mehr damit zu tun haben, aufgrund dessen, was Russland uns angetan hat. Im Buchgeschäft von Nadja sammeln sie seit Wochen Bücher in russischer Sprache. Die Kunden wie Valentina bekommen dafür Rabatt auf ukrainische Bücher. Ein Land, in dem vor kurzem noch 40% der Bewohner im Alltag Russisch sprachen, verwandelt einen Teil seiner Kultur in Altpapier. Im Keller türmen sich unter anderem Tolstoi, Dostojewski und Puschkin. Alles muss weg. Wir verleugnen weder die russische Sprache noch die russische Literatur und auch nicht ihre Bedeutung für die Welt. Aber die Ukraine hat sich entschieden, damit nicht mehr verbunden sein zu wollen. Auch Maja will ihre russischen Bücher loswerden und dafür auf Ukrainisch lesen. Hätte sie früher schon gewusst, dass die Russen gegen ihr Land Krieg führen würden, sie hätte die Bücher nie gekauft, sagt sie. Die Kinder lernen jetzt Englisch und Deutsch, wer weiß, was noch wird. Wir wünschen uns nur, dass bald Frieden kommt. Aber alles Russische versuchen wir aus unserem Leben zu entfernen. Im Hinterhof verladen freiwillige Helfer eine neue Fuhre russischer Bücher. Über 70 Tonnen sind schon zusammengekommen. Als Altpapier bringen sie Geld, mit dem das Militär unterstützt wird. Ein Auto haben wir bereits gekauft und wir sammeln Geld für ein zweites für die Jungs in der Armee. Nadja ist stolz auf ihren Buchladen. In sowjetischen Zeiten wurde die Literatur auf Ukrainisch unterdrückt, sagt sie. Unser russischer Nachbar hat alles dafür getan, dass wir Ukrainer nicht in unserer eigenen Sprache lesen konnten. Aber es ist gut, dass sich das jetzt ändert. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Und hoffentlich, irgendwann vielleicht, finden ja auch wieder die russischen Klassiker zurück in die Regale des Buchladens.